Es ist wieder Pick-My-Sub-Zeit. Der Juli ist vorbei, somit steht August in den Startlöchern. Und dieses Mal habe ich mir einen besonderen Gast ausgesucht. Bleibt's dran. Hallo, ich bin Caroline von Maris Salon du Livre. Pick My Soup war in den letzten Wochen und Monaten für mich außergewöhnlich erfolgreich. Dieses Monat habe ich mir einen Special Guest gesucht, der eigentlich, würde ich sagen, wir haben fast nichts, was uns verbindet. Wir sind unterschiedlich wie Tag und Nacht, aber ich mag seine Videos ganz gern. Er ist so unterschiedlich, er liest so wahnsinnig vielseitig und hat vielleicht einmal, nenne ich es einmal ein bisschen eine düstere Ader, obwohl er eigentlich überhaupt nicht so ausschaut, aber seine Videos sind, was das angeht, wirklich sehr gelungen. Und zwar rede ich von Theo Lostbox. Er hat mich angeschrieben, hat gefragt, ob wir das machen können, und das hat mir total gut gefallen und finde ich einfach richtig gut, weil er einfach so komplett anders ist. Außer, dass wir viel lesen beide, Booktube-Videos drehen und aus Österreich sind, haben wir nicht sehr viele Dinge, die uns verbinden. Aber ich schaue ihm gern zu. Das muss ich jetzt offen zugeben. Also, ich übergebe jetzt das Wort an den Theo und er wird die drei Bücher zeigen, die wir uns ausgesucht haben, beziehungsweise wir haben zwei Bücher aus dem Stapel Ungelesener uns ausgesucht und eines war freie Wahl. Und das hätte ja alles sein können. Puh. Deswegen war ich ehrlich gesagt ein bisschen nervös. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video, das nicht von mir ist. keine Ahnung, ob du das mit reinschneidest. Falls schon, ich bin der Theo vom Kanal Lost Books und ich habe diesen Monat die Ehre, Bücher auszuwählen, die Caro lesen wird. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich die Caro nenne. Falls nicht, I'm sorry. Ich habe da auf meinem Laptop jetzt gerade die Bilder, die du geschickt hast, also die Fotos von den Büchern, die du nur lesen willst. Das tut mir leid, falls mein Stuhl so laut kracht. Ich weiß nicht, warum er das macht. Ich habe mir die Bücher, die du ausgewählt hast, noch nicht angeschaut. Also ich weiß jetzt noch nicht genau, welche sie da jetzt für die Pick. Ich weiß nur schon ganz genau, was das Buch sein wird, das wir frei aussuchen dürfen. Denn ich denke, Caro hat die Regeln schon erklärt, aber ich suche jetzt zwei für sie aus ihrem Sub und eines, das ich frei aussuchen darf, das sie dann nur kaufen muss und lesen muss. Jo, okay. Dann schauen wir jetzt kurz mal die Fotos durch. Das Lustige ist halt, dass wir eigentlich einen sehr unterschiedlichen Lesegeschmack haben, aber ich habe auf ihrem Sub auch schon einige Bücher gesehen, die ich selbst nur lesen will. Das erste Buch, das ich ausgewählt habe, aus deinem Sub, ist Verschollen im Dschungel vom Mayer Dumont Verlag. Das ist Erfahrungsbericht, soweit ich weiß. Ich habe mir selbst auch schon angeschaut in der Arbeit. Bin am Überlegen, es zu kaufen. Darum finde ich es ganz gut, wenn du das jetzt liest, damit ich weiß, ob es gut ist und ob ich mir es kaufen soll. Und jetzt bin ich am Überlegen, noch einen Krimi bzw. Thriller auszuwählen, denn das freie Buch, das ich für dich gewählt habe, ist kein Thriller und kein Krimi und kein Horrorroman. Es ist normale Belletristik. I don't know, welches da jetzt, das wir nun nehmen. Aber ich denke ja, wir werden da jetzt nur einen Thriller auswählen, nämlich einen guten Österreicher, nachdem wir da schon in unserer österreichischen Runde sind. Nehmen wir den Andreas Gruber und zwar mit Rachewinter. Ich denke, du hast die anderen Teile vermutlich auch schon gelesen, dann kannst du es damit zumindest abschließen. Und jetzt zu dem Buch, das zum Freiwählen ist. Ich habe eigentlich überlegt, da an Stephen King zu geben. und zwar, warte, ich hole ihn kurz, nicht irgendein Stephen King mit Horror- und Fantasy-Elementen, weil ich glaube, das ist nicht so deins, wenn ich mir so dein Sub anschaue, sondern ans, beziehungsweise das liebste meiner Stephen King-Bücher, nämlich Joyland. Joyland ist an sich nämlich nicht gruselig und gar nichts, sondern einfach eine coole Geschichte. Habe ich aber nicht, also Rückzug. Das Buch, das ich für dich ausgewählt habe, habe ich selbst noch nicht gelesen, denn es ist, jetzt wo ich das Video aufnehme, gestern erschienen und es heißt Die Bücher des Monsieur Picquier. Picquier. Französisch. Ich denke, so spricht man das aus, wir wissen alle, eins in Französisch.
Habe ich halt wirklich, aber okay. Von Mark Roger, ich blende es da kurz ein, das Bild, das Buch, das Bild vom Buch. Ich habe es mir selbst schon bestellt, werde es also auf jeden Fall lesen. Es hat nicht recht viele Seiten. Es hat nicht recht viele Seiten, 256. Es ist ein kleines, süßes Büchlein mit einer sehr coolen Geschichte, glaube ich, über die Liebe zu Büchern. Und ja, vielleicht lesen wir es ja sogar gemeinsam nächsten Monat, falls sich das bei mir ausgeht und ich meine Leseflaute ein bisschen überwinde und dann 4 Bücher lesen kann. Falls ja, möchte ich gern, dann können wir es gemeinsam lesen, falls du Lust hast. Und jo, das waren die 3 Bücher, die ich für dich ausgewählt habe. Ich wünsche dir viel Spaß beim Lesen, ich freue mich auf die Videos dazu und das war's jetzt von mir. Tschüss! Theo hat also wirklich ein wunderschönes kleines Buch ausgesucht mit dem wunderbaren Titel Die Bücher des Monsieur Piquier von Marc Roger. Schöne Grüße von der Buchhändlerin soll ich ausrichten. Sie hat sich das Buch jetzt selbst gleich bestellt, weil sie es so toll findet und das einfach zu ihr passen wird. Worum geht es in dem Buch überhaupt? Eine bezaubernde Geschichte über Literatur und Freundschaft. Monsieur Piquier liebt Bücher. Sein winziges Zimmer im Seniorenheim ist mit Tausenden vollgestapft, sie sind seine Schätze. Doch Parkinson und grüner Star machen es ihm unmöglich, darin zu lesen. Da bietet sich eines Tages der Hilfskoch Grégoire als Vorleser an. Rasch werden die beiden unterschiedlichen Männer enge Freunde. So lernt Monsieur Piquier, sich anderen zu öffnen, und Grégoire findet den Mut, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Das klingt genau nach einer Geschichte, ich denke, die wir alle gut nachvollziehen können. Und es geht um Bücher. Tolle Wahl, wirklich tolle Wahl. Marc Roger, habe ich vorhin schon gelesen, tritt als Vorleser auf und organisiert Lesungen in Buchhandlungen und Bibliotheken in ganz Frankreich. 2014 erhielt er den Coup de cœur des Grand Prix Livre Hebdo für seine herausragende Rolle als Literaturvermittler. Die Bücher des Monsieur Piquier ist sein erster Roman. Ein Mann, der Bücher liebt, der es liebt, vorzulesen oder dass jemand anderer ihm vorliest, weiß hoffentlich ganz genau um die Leidenschaften seiner zukünftigen Leser. Danke. Du hast mir Rache Winter ausgesucht. Jetzt muss ich dazu sagen, ich muss mit Rache Sommer anfangen. Wo ich es gekauft habe, wusste ich nicht, dass das der dritte Teil ist. Nein, es steht auch nicht drauf, dass es der dritte Teil ist. Ich bin dafür, Exkurs kurz, ich bin dafür, dass wir eine Petition starten, dass es auf den Büchern irgendwo vermerkt sein muss, dass das zum Beispiel der dritte Teil einer Reihe ist, dass da 3 steht oder irgend sowas. Also ich bin davon voll überzeugt, dass man das muss, weil so können wir ganz, ganz viele Fehler vermeiden. Ich beginne auf jeden Fall Andreas Gruber mit Rache Sommer, das ist glaube ich der erste Teil, und werde berichten, wie mir diese Thriller-Art gefällt. Mein Mann mag Andreas Gruber sehr gern. Er hat mir da tatsächlich mal was voraus. Und dass du dir von Roman J. Dial Verschollen im Dschungel ausgesucht hast, finde ich super genial. Ich denke nämlich, es wäre noch einige Zeit am Sub versauert, was echt tragisch ist, weil ich habe es bis heute geschafft, nicht zu googeln. Es geht da um einen jungen Mann, der einen Urlaub in Costa Rica verbringt, seinem Vater aber regelmäßig E-Mails oder Nachrichten schickt und ihm dann sagt, ja, er hat jetzt da eine mehrtägige Tour im Dschungel geplant. Und nach einer Woche merkt sein Vater, dass keine Nachrichten mehr kommen und er macht sich auf die Suche nach seinem Sohn. Jetzt will ich ehrlich gesagt schon ganz genau wissen, was damit auf sich hat, aber ich habe nicht gegoogelt und jetzt im August wird es gelesen und ich werde wissen, was es da so mit auf sich hat und was da so passiert ist. Ich glaube, also ich bin davon überzeugt, dass das richtig tolle Bücher sind. Ich freue mich auf alle 3, das gebe ich jetzt ganz offen zu. Bei Verschollen im Dschungel bin ich total gespannt. Das ist so, ich will es ja wissen, also hätte ich es eigentlich gleich zur Hand nehmen sollen. Aber dafür ist der August da. Okay, Pick My Soup August.
Jetzt blicke ich mal kurz in die Vergangenheit. Pick-My-Suppe mache ich ja noch nicht so lang, sondern erst seit Mai. Und ich bin ja eigentlich kein Verfechter von Leselisten. Aber diese Pick-My-Suppe-Geschichte funktioniert für mich im Moment wirklich sehr gut. Im Mai habe ich mit der Dani das gemeinsam gemacht und die Dani hat mir ausgewählt. Wir sehen dich sterben von Michael Maisheit. Mochte ich gerne, habe ich im Mai gelesen. Und bis auf das Ende war es eine tolle Geschichte, eine rasante Geschichte. Das Ende war nicht unbedingt meins. Dann das zweite Buch war Mein Jahr mit dir mit Julia Wieland. Die mega Überraschung, damit habe ich niemals gerechnet. Das war so ungewöhnlich. Also es war wirklich, also einfach, ich kann nicht mehr sagen, es war eine Überraschung, weil damit habe ich nicht gerechnet gehabt. Und das dritte Buch, das sie herausgesucht hat, war Der Zopf von der Letizia Colombani. Siehe Lesemonat Juli. Im Juni habe ich Anke gebeten, mit mir Pick My Soup zu machen. Und sie hat mir herausgesucht von Susanne Oswald, Der kleine Strickladen in den Highlands, gelesen. Ich mochte es bis auf das Ende, das fand ich ein bisschen überzogen. Eine Sache einfach ein bisschen unnötig, aber egal. Und wie gesagt, ist gelesen. Das nächste, was sie ausgesucht hat, war Der Junge, sein Hund und das Ende der Welt. Liegt auf meinem Nachttisch. Das ist eine dystopische Geschichte und die fordert, glaube ich, meine komplette und völlige Aufmerksamkeit. Jetzt ist es damit aber im Moment für mich ein bisschen schwer. Deswegen habe ich es jetzt einmal da liegen. Ich schaue es jeden Tag an und weiß, ah, es ist noch da, weil ich unbedingt wissen will, was es damit auf sich hat. Das dritte Buch ist von Susanne Goga, Der verbotene Fluss. Da es mich zurzeit nicht so unbedingt ins historische Fach zieht, liegt es noch ungelesen da. Im Juli war Paula mir behilflich und hat Morgen irgendwo am Meer von Adriana Popescu gewählt, siehe Lesemonat Juli. Zweites Buch war Blake von Jack Heath. Siehe Lesemonat Juli. Und das dritte war Susanne Goga, Der verbotene Fluss. Ja, noch nicht gelesen. Aber ich sage jetzt mal, von 9 Büchern sind 7 gelesen. Eins ist am Nachttisch, das andere steht da. Das ist so, wenn ich dazu greife, also wenn ich da hinschaue, müsste ich eigentlich sofort danach greifen. Ich bin also richtig zufrieden. 7 von 9 finde ich gut. Da kommen jetzt diese 3 dazu und jetzt ist die Frage, was ist im August sonst noch geplant? Ich habe ein Rezensionsexemplar, das auf dem Weg zu mir ist, und zwar von Jan Beck, Die Nacht. Ich mochte den Vorgänger, das Spiel, sehr gern, habe ich rasant gefunden mit Wendungen und Überraschungen, wo ich sage, hat mir gefallen, war ein guter Thriller. Das hoffe ich mir jetzt von Die Nacht eigentlich auch. Dann ist noch im August eine Leserunde mit Elke, Kanal Elkes Welt und ihre Bücher. Ich verlinke euch ihren Kanal. Silvia Lott, Die Fliederinsel geplant. Das hätten wir eigentlich schon im Juni oder Juli vorgehabt zu lesen, hat sich dann aber irgendwie bei mir aus Zeitgründen nicht ergeben. Aber da bin ich jetzt gespannt, weil es eigentlich eine Geschichte ist, die mir entspricht. Das sind 2 Zeitebenen. Wir haben einen Bezug zum Zweiten Weltkrieg, eine dänische Insel, dort wird in der Gegenwart ein Bild entdeckt und dieses Bild holt sich, mehr oder weniger bezieht sich auf die Vergangenheit während des Zweiten Weltkriegs und steht seit 2018 bei mir, also wird es jetzt wirklich Zeit. Ich verlinke euch das Video zur Europameisterschaft 2020. Ich habe damals versucht, beim Achtelfinale mittels wissenschaftlich fundierten Methoden herauszufinden, wer Europameister wird. Mathematisch wirklich extrem ausgeklügelt und so weiter, habe ich festgestellt, dass nicht Italien gewinnt. Ja, also Achtelfinale, jedes Land mir eine Autorin oder einen Autoren gesucht, dazu passend ein Buch und habe die gegeneinander antreten lassen. Und
da Italien jetzt tatsächlich gewonnen hat, herzlichen Glückwunsch dazu, sehr verdient, werde ich von Christina Carboni die Gartenvilla lesen. Das war der Vertreter für Italien. Ich lese euch den Klappentext jetzt vor, und zwar genauso wie er da steht. Es ist da nämlich ein Fehler drin, und zwar deutlich. In den 50er Jahren träumt die junge Eva von einer Karriere als Schauspielerin im verheißungsvollen Amerika. Doch als Glanz und Ruhm ausbleiben und sie sich in den gutaussehenden Michele verliebt, bricht sie alle Zelte ab und folgt ihm in seine Heimat Italien. In eine Villa ans glitzernde Meer, wo seine Familie gründen. Das Leben könnte süßer nicht sein, bis eine verhängnisvolle Begegnung alles verändert. Positano in der Gegenwart. Die 20-jährige Milena wächst bei ihrem Großvater Michele auf. Ihre Großmutter Eva, die vor Jahrzehnten auf Geheimnisvolle verschwand, hat sie nie kennengelernt. Doch als im Garten ein vergrabener Leichnam gefunden wird und alle vor einem Rätsel stehen, begibt sie sich auf Spurensuche. Gut, da oben haben wir im Klappentext einen Fehler, aber es klingt interessant. Ich habe ja immer so meine Probleme mit italienischen Autorinnen und Autoren und ich glaube, das liegt am Sprachfluss. Ich habe da nicht unbedingt einen Bezug dazu und wenn es dann noch übersetzt wird, kann einfach sein, dass ich mit dem, mit der Geschichte oder beziehungsweise mit dem Geschriebenen nicht so unbedingt zu Rande komme. Aber es klingt interessant und es wird nicht das Jahr, das Rad neu erfunden werden, aber ich finde es ansprechend. Und als Vertreter Spaniens, weil das war mein prognostizierter Sieger, habe ich Elia Barcelos Töchter des Schweigens gewählt, beziehungsweise eingesetzt. Und das glaubt mir jetzt wahrscheinlich keiner, ich habe es gestern als Mängelexemplar gefunden. Es musste dann einfach mitkommen. Und das Buch liegt eigentlich schon ganz, ganz lange auf meiner Wunschliste. Elia Barceló lebt und wohnt und schreibt in Innsbruck. Und ich mag spanische Erzählweisen. Dann kommt das, glaube ich, gerade richtig. Worum geht's denn? 30 Jahre lang haben sie nicht darüber gesprochen, haben sie gehofft, dass die Zeit die Wunden heilt und die Schuld an Schrecken verliert. 7 Freundinnen, die ein dunkles Geheimnis teilen und versuchen, vor den Schatten der Vergangenheit zu fliehen. Bis die Mauer des Schweigens Risse bekommt, als eine von ihnen eine verhängnisvolle Entscheidung trifft und damit ihr Leben verspielt. Tja, Geheimnisse. Wir haben jetzt da schon einmal 6 Bücher. Was ich sonst noch geplant habe, ist jetzt eher, geht jetzt eher ins Romance Fantasy. Im Juli hat Nalini Singh ein neues Buch von der Age of Trinity Reihe, das wäre dann der 5. Teil, Last Guard, veröffentlicht und das werde ich lesen. Zu dem Zeitpunkt, wo das online geht, hoffe ich, dass ich es schon gelesen habe, weil ich habe es schon am Reader. J.R. Ward veröffentlicht auch Ende Juli ein neues Buch und zwar, das ist die Wolfen-Reihe, wenn es mich nicht täuscht, mit dem Buch Claimed. Ist ein Spin-Off oder ein Side-Off oder wie auch immer zur Black Dagger-Reihe, muss sie lesen. Und es gibt eine Leserunde zu Jennifer Armentrouts From Blood and Ashes. Das wird ja zurzeit mega gehypt im englischsprachigen Raum, genauso wie jetzt im deutschsprachigen Raum. Meine Freundin Renate hat es auch schon auf Englisch gelesen und sie fand es großartig und versuchte uns, mir das schon schmackhaft zu machen, hat es aber dann ein bisschen falsch verpackt. Deswegen habe ich gesagt, na, lies ich nicht, jetzt lies ich es doch. Es tut mir auch immer noch leid, Renate, falls sie das sich anschaut. Sonst ist eigentlich von meiner Warte aus nichts mehr geplant. Das heißt, alles, was so dazwischen kommt, je, fröhlich, juhu, super. Ich bin wirklich gespannt, wie sich meine Leseliste abarbeiten lässt. Wie gut ich das machen kann, wie gut ich mich dran halten kann. Das ist jetzt schon irgendwie sehr gezielt ausgewählt, was zu lesen ich wohl möchte. Aber ich finde es gut. Es hat bisher gut funktioniert. Was mich selber wundert und somit
steht dem Ganzen jetzt einmal nichts entgegen. Aber ich muss jetzt dazu sagen, ich würde gern, gell, aber wenn es sich jetzt nicht ausgeht, ist das kein Beinbruch. Finde ich nicht tragisch, lässt sich alles regeln und da bin ich einfach zu flexibel. Also was das angeht, bin ich einfach zu flexibel, weil ich mir sage, das Leben ist zu kurz, wenn es sich nicht ausgeht, geht es sich nicht aus und dann ist immer ein anderes Buch in meinen Händen. Gelesen wird immer, aber ich würde mich gern dran halten und genau das zumindest einmal ins Auge fassen. Welche Lesepläne habt ihr? Es würde mich jetzt wirklich interessieren, seid ihr eher die spontanen Sachen, die man sagt, okay, auf das habe ich jetzt gerade Lust, oder die ganz strikten, ich nehme mir diese Bücher vor und bevor ich das nicht habe, mache ich nichts anderes. Das ist fast schon eine Glaubensfrage unter Buchliebhabern. Leseliste, ja oder nein? Mir ist es ehrlich gesagt egal, wichtig ist, es wird gelesen, ich freue mich auf die Geschichten, bin echt gespannt, wie sich das da alles auswirken wird und ja, das war's dann als Vorschau mal, als Rückschau und als Vorschau. Ach, wie schön, alles gemeinsam in einem Video, ist es nicht toll? Okay, das war's von mir für heute. Ich wünsche euch wie immer alles Gute, bitte bleibt gesund, sucht euch guten Lesestoff. Und für euch, bis bald!